Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von uns beiden. Had no need to fight tonight, tonight. Gerade erstmal die zweite Beineinheit in der Woche gehabt. Higher Reps, also mit 11 Wiederholungen haben wir zum Beispiel Squats gemacht. Romanian Deadlifts habe ich im 12er System, also 8 bis 12 gemacht. Ja. Also Higher Reps, der Pump war dementsprechend da. Ich sag mal, alles über 10 fühlt sich an wie Cardio bei ja, Beinen. Aber jetzt so mittlerweile, wir machen das jetzt schon ja, ein paar Zyklen und man gewöhnt sich dran. Der Körper adaptiert und deswegen machen wir auch DOP, falls ihr euch fragt, warum wir DOP machen. Wir haben ja eine Einheit, wo wir etwas niedriger mit den Wiederholungen sind, eine Einheit, wo wir etwas höher mit den Wiederholungen sind. Genau, also wir fangen immer mit den Lower Reps an. Wir haben uns das so gelegt, weil wir einfach am Anfang der Woche mehr Dampf haben, weil wir nach einem Rest-Day kommen und dann mehr Gewicht bewegen wollen. Im zweiten Teil der Woche machen wir dann einfach die Wiederholungsbereiche höher. Wir machen anfangs der Woche einfach weniger Wiederholungen und dann bei der zweiten halt mehr Wiederholungen. Das machen wir so, damit der Körper nicht richtig adaptieren kann, damit man immer andere Bereiche hat, wo man den Muskel jetzt belastet. Und so kann man besser Progression machen. Es gibt sogar Studien, da macht man bis zu doppelt so viel Progression als bei normaler linearer Progression. Bei normaler linearer Progression würde man beispielsweise 14% seines One Rep Max laut der Studie. Genau, mehr machen, mit DOP macht man 28% mehr, also das ist schon. Und es macht einfach, also wir haben es so gelegt, weil es macht viel mehr Spaß. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich ins Gym gehe und wochenlang nach demselben Wiederholung trainiere, nicht viel mehr Gewicht nehmen kann, jeden Tag das Gleiche, irgendwann wird es einfach extrem langweilig und deswegen ist es auch so geil, dass wir einfach, ja, sag ich mal, einen Krafttag haben, so mit 6 bis 8 Wiederholungen am Anfang der Woche und dann einen Hypertrophietag, sage ich mal, von 9 bis 12 Wiederholungen, macht einfach Spaß und wie gesagt, im Grunde genommen haben wir DOP mit linearer Progression kombiniert und so macht uns das Training am meisten Spaß. Hallo? So sieht das ungefähr immer aus. Ich bin schon längst fertig und Willi lehnt sich einfach zurück und chillt am Handy. Ich mach's immer irgendwie so, ich esse das nie. So krank, der, egal wie viel, egal ob man jetzt in der Diät ist oder ob der Hunger hat oder keinen Hunger hat. In der Diät, wenn wir ganze Zeit gefastet haben, wir unsere Mahlzeit vor uns haben, man merkt's schon, auf jeden Fall macht er dann einfach eine Essenspause, lehnt sich zurück. Wir haben hier übrigens ein richtig geiles Post-Workout-Meal. Wir hatten hier 400 Nudeln gekocht mit einer halben Dose Kidneybohnen, einer halben Dose Mais. Napoli-Soße, also die aus der Dose. Genau, und Thunfisch und ein bisschen Käse. Also genau, unnormal geschmeckt, ne? Ich bin jetzt übelst voll. Wenn ihr Makros sehen wollt, hier von der Mahlzeit, muss noch Mais tracken. Mais, 140 Gramm. So, das Meal hat einfach 1250 Kalorien, 94 Gramm Eiweiß, 175 Gramm Kohlenhydrate und 18 Gramm Fett. Und ja, so sieht's heute aus. Aber füllt auch ordentlich, finde ich, ne? Bist du schon voll? Null. Irgendwie, ehrlich nicht. Bei mir ist das so, dass ich von Nudeln nicht satt werde. Oh, hallo, hallo. Soll ich das nicht da machen? Ja, lass mal so. Oh, hi, hi. Hi. Ja. Mal gucken, wie lange die stehen bleibt. Schauen wir mal. Lass mal einfach mal stehen, machen nichts. Schauen wir mal. Und das hat ja lang geklappt, auf jeden Fall. Super. Nicht mehr rumläuft wegen Akku. Was? Nicht mehr rumläuft wegen Akku. Nur noch serious stuff, weil Akku nicht leer ist. Achso. Eculo. Sag schnell. Was soll ich sagen? Ich hab keine Zeit. Willi bringt mich gerade zum Solarium. Saskia ist gerade im Solarium und da nimmt sie mich weiter nach Lichtenau. Ich frag dich jetzt wahrscheinlich, Arthur, du warst doch vorgestern erst im Solarium. Warum warst du nicht mit Saskia? Ja. Die Wahrheit ist. Komm zum Punkt. So kurz vorm Aus. Sie lieben es nicht mehr. Ey, du bist deswegen gehen die getrennt. Ja, so wenig Akku. Nein! Sag es jetzt einfach! Was? Ja, dass ihr deswegen nicht zusammen zum Solarium gegangen seid, weil es aus fast ist. Nein, weil sie gelernt hat. Oh. Da habe ich was falsch verstanden. Sorry. Bro, mit uns ist es hier gleich aus und ich lenke hier gleich sowas vor nach links. Ne? Das geht so schnell. Das ist auch mit dir aus. Nö, ich spring raus. Hier, Beifahrertür auf und Vollgas. Und die links geht nicht auf. Was geht nicht auf? Ja. Was denn? Wenn er jetzt hi, Heinrich! Hi! Hi. Hat er mich angeguckt. Schade. Vollgas, Bro! Hallo? Hallo? Seht ihr? Hallo?
Jetzt seht ihr mich. Boah, mein Rücken ist gerade irgendwie. Kennt ihr das? Man. Ich weiß nicht, das. Mein Rücken ist so. Der macht irgendwie Faxen, der ist ein bisschen eingeklemmt, so richtig komisch. Habt ihr das gehört? Ich glaube, es hat gerade geknackt. Auf jeden Fall ist mein Rücken ein bisschen komisch. Aber halb so wild, Freunde. Es ist gleich wieder weg. Ein bisschen rollen noch und dann ist es gleich schon wieder weg. Und jetzt seid ihr mal gefragt, und zwar ist meine Frage, beziehungsweise von Arthur und mir, habt ihr irgendwelche Ideen für Challenges, was wir essen können? Also Essens-Challenges, wo wir gegeneinander antreten. Also uns ist da schon eine Idee gerade im Kopf, die wird wahrscheinlich auch durchgezogen. Aber bis, ja, ich sag mal, bis vor der Diät wollen wir schon mal ein paar Challenges vorproduzieren, damit ihr auch in der Diät ein, zwei Challenges sehen könnt, weil in der Diät wird es natürlich schwieriger, sowas mit zu integrieren in die Ernährung. Da will man natürlich komplett on point sein. Ist man mit diesen Challenges im Aufbau auch einigermaßen, ansonsten kompensiert man das, aber in der Diät will ich das jetzt nicht machen, da habe ich nicht so, ja ich sag mal, also Bock werde ich auf jeden Fall haben in der Diät auf Challenges, aber ja, da will man einfach, da hat man keinen Bock, wenn man irgendwie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage 2200 Kalorien isst und dann mit einer Challenge 4000 Kalorien isst, dann muss man das erstmal ja, kompensieren und ihr wisst dann, wie viele Kalorien wir ungefähr zur Verfügung hätten und ne, das ist nicht schön. Deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, was für Challenges wir als nächstes machen könnten, damit wir einiges vorproduzieren, damit ihr auch in der Diät ab und zu mal eine, so einmal im Monat mindestens eine Challenge seht. So, und um den Tag zu beenden, gibt es erstmal für mich, ja, sieht zwar sehr basic aus, aber das ist nicht normaler Reis, das ist Pabin, das macht man so in Korea, das ist einfach, ja, was ist da anders, das ist mit diesem Topf, der nennt sich Kasan, dann macht man da ein bisschen kein heißes Wasser rein, kein kochendes Wasser, sondern einfach, ja, kaltes Leitungswasser, ein bisschen mehr als der Reis drin ist, dann wird der so, ja, ich sag mal, kross und schmeckt richtig geil. Auf jeden Fall gibt es das jetzt mit Sojasauce, drei Eiern, wie gesagt, sieht extrem basic aus, aber schmeckt einfach überragend. Danke, Mama, ne? Ja. Und ja, das war's auch mit diesem Video. Ich esse das hier noch, da gibt's noch bei mir ein paar Oats und dann geht's auch schon schlafen. Davor wird noch Video geschnitten. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, wie ihr das Video fandet. Und über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.